Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Footwattle, auch Vollgas genannt, in der HD Remastered Version. Ja, wir sind hier am Turm. Ja, hier gibt's nur das Schloss. Das Vorhängeschloss sieht ziemlich stabil aus. Ach, Moment, wir haben noch einen Dietrich. Aha, wir haben noch einen Dietrich eingesammelt. Wir es aufheben? Aber wir können es auch noch wiederverwenden. Schönes Ding. Mehr ist das nicht? Okay. Nur dieses Bild. Schön. Nein. Na, okay, müssen wir benutzen. Oh. Rauf? Ups. Keine Bewegung. Ich rede mit Ihnen, Mann. Sie betreten unbefugt Privateigentum. Keine Bewegung. Dann werden wir Sie nicht erschießen. Yeeha! Das nächste Mal warten Sie, bis ich Feuer gesagt habe, Floyd. Tut mir leid, Boss. Ich war so aufgeregt. Wie war das gerade noch? Dann werden wir sie nicht erschießen. Radadadadadadan. Muss doch einen Trick geben. Wie in jedem guten Adventure-Game, Click-and-Point-Adventure-Game, muss es einen Trick geben. Brauchen aber auch ganz schön lang, ne? Was ist, wenn... Eine Idee. Die brauchen ja ein bisschen, ne? Um zu kommen. Ich finde, das ist wieder so eine Timing-Geschichte. Wie auch bei Sam und Max. Wir probieren mal was aus. Wir berühren, lösen Alarm aus. Und rennen dann weg. Ah. Das muss doch funktionieren. Ich glaube, ich habe es einfach falsch gemacht. Wenn es das nicht ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Lauf, Ben. Müssen wir Doppelklick machen? Probier's nochmal. Das kann auch nur so eine Timing-Geschichte sein. So, direkt Doppelklick sofort. Nee. Okay, funktioniert anscheinend nicht so, wie ich mir überlegt hatte. Wir probieren es ein andermal. Rennen erstmal diese Arena oder Schrottplatz, was auch immer das jetzt ist. Ich glaube, das ist ein Schrottplatz. Rennen. Junkyard. Mach auf, Todd! Aber wir haben hier ein Seil, wie ich sehe, eine Kette sogar.
Also Todd ist wohl nicht da? Sehen wir denn irgendwas? Sieht schwer aus. Lasche. Hust, hust, hust. Ich glaube, dafür können wir das verwenden, ne? Wenn du es mal nehmen würdest. Aha, aha, aha. Das ist ein bisschen zu einfach, aber okay. Sticht schon so ins Auge. Ah, Schrott. Ah, Hund. Kommt der hier irgendwie runter? Okay. Na, völlig ausgebrannt, vergiss es. Rax? Ersatzteile? Gehen wir mal dahin. Dieser Blick, herrlich. Ziemlich verhaltensgestörter Köter. Wo immer der jetzt hin ist. Bin da lang. Oh, sorry, sorry, ich war gerade am Überlegen. Ah, ja, ich glaube, ich habe die Lösung. Platz. Ziemlich verhaltensgestörter Köter. Ich glaube, ich habe die Lösung. Und wenn der Magnet ist, muss auch ein Kran da sein. Ne, ja, ist der Kran, da haben wir ihn ja. Da hängt ein Magnet, Schrottautos und ich habe ein Stück Fleisch in der Tasche. Dreimal darf man überlegen. Ja. Ah, okay, so funktioniert das. Ich habe die Idee, ich lege das Stück Fleisch in ein Auto. Muss doch funktionieren, ne? Ich wette, das funktioniert. Ich wette es. Vielleicht auch irgendwo hinlegen, wo der Hund gerade nicht aufpasst? Platz. Böser Hund. Ja, vielleicht irgendwo hinlegen, wo der Hund nicht aufpasst. Meine Maus geht langsam im Eimer. Wir probieren es mit dem Auto.
Komm her, Fifi, komm, komm, komm. Bon Appetit, Bastard. Ich glaube, wir beeilen uns lieber. Ich glaube, wir beeilen uns sehr schnell lieber. Ein bisschen schneller hoch, ganz schnell. Bisschen schneller. Brauch mal einen Popschutz. Das funktioniert jetzt so, ja, ja, ja. Das war noch nicht hoch genug. Ich glaube, da kommt Fifi so schnell nicht mehr raus. Würde ich jetzt mal behaupten, dass Fifi da jetzt nicht mehr so schnell rauskommt. Ersatzteile. Wenn Fifi doch noch rauskommt, dann bin ich gearscht. Nette Gabel. Wo hast du die gefunden? Direkt neben den Messern und Löffeln. Nur noch was Benzin rein und los. Okay, jetzt haben wir aber das Benzinproblem. Machen wir das am besten. Können wir da hinten hinlaufen? Hier irgendwo hin, um uns zu verstecken? Ah, können wir da hin? Also wir können hinter dieses Ding. Aber auch nicht weiter, wir können nur da hin. Gut. Na, ich glaube, ja, ich glaube, es ist klar, es ist klar. Da wir nur dahin können und nicht da lang oder so, ja. Weil wir können auch nicht weiter. Bleiben Sie, wo Sie sind. Hey, wo ist er? Ich hab doch gesagt, letztes Mal habe ich ihn erwischt. Wer hat dann den Alarm ausgelöst, Leute? Vielleicht will uns noch jemand verscheißern. Nein, das ist er. Das ist der Kerl, den Sie nie treffen. Naja, wenn Sie das Ding hier mal stillhalten würden, wenn ich schieße. Ich gehe mal runter und sehe mir das aus der Nähe an. Ich sehe niemanden. Er muss abgehauen sein. Nein, wir hätten ihn aus der Luft wegrennen sehen. Er muss sich im Turm verstecken. Wir haben ihn in der Falle. Gehen wir hoch und schnappen ihn. Und hier war die Lösung recht einfach, weil nichts anderes möglich war, als dahin zu gehen. Lauch? Bleiben wir uns lieber, bevor sie wieder runterkommen. Dafür kann man jetzt den Mund gebrauchen. Ja. Ja. Hey, wer ist das da unten im Hof? Das ist er. Den kriegen wir. Wo? Da drüben. Schnell, auf die andere Seite. Dann haben wir ihn in die Ecke gezeigt. Wo ist er hin? Das ist wohl ein Unentschieden, Herr Boss. Nein. Holen wir Verstärkung. Wir haben mal eben das ganze Benzin verschüttet. Ist klar. Direkt. Nun, das ist es. Warte mal kurz draußen, dann mache ich sie fertig. Ich arbeite an einer Überraschung. Ich hasse Überraschungen. In Ordnung, hier kommt sie. Wunderbar. Na, bin ich cool oder was? Du bist unglaublich. Ich sollte das Teil jeden Tag zur Schrott fahren. Also, was ist die Überraschung? Oh, nur dein durchschnittlicher zulassungswidriger Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse.
Ist das dein Ernst? Ja. Aber nur die Vultures haben... Ich habe so meine Beziehungen. Was jetzt? Willst du das Ding ausprobieren oder nicht? Wow, ich wünschte, ich hätte eine Kamera. Ich wünschte, ich könnte mich irgendwie revanchieren. Hau einfach ab, okay? Du vergraulst mir meine Kunden. Wiedersehen, Mo. Und schick mir eine Postkarte vom Hinterhalt. Dieser Blick. In Ordnung, halten Sie die Augen offen. Er ist ganz schön gerissen. Dieses Mal entkommt er uns nicht. Sehen Sie ihn? Nein. Dann gucken Sie weiter. Ah, die Lösung ist klar. Sie ist so klar. Glaube ich zumindestens. Lösen wir mal Alarm aus. Oh Mann, wie geil. Haben Sie das gehört? Er ist wieder am Benzinturm. Er hat vielleicht Nerven, das Dreckstück. Los, schnappen wir ihn uns. Alle Einheiten mir nach. Jetzt aber holt dich verpissen. Ben, wieso bist du hinter uns? Wo sind die Krawatten? Corley macht einen Boxenstopp. Der hat eine Blase wie ein Fingerhut, Mann. Rip Burger? Hab ihn eine Weile nicht mehr gesehen. Ben, wie sieht's aus, Mann? Hast du irgendwas gefunden? Kriegen wir irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Wir stecken drin. Steck mir den Kopf in den Eimer, denn wir sind im Whisky geschwommen. Schöner als sie, das ist keine. Sie hat mir den Atem genommen. Eines Tages, da lieg ich im Sarg. Sie ist eine Frau mit nem Rad, wie ich's mag. Komm schon, alter Mann. Hab ich dich. Mach irgendwas Kriminelles, überfall irgendwen oder sowas. Aha, die Handlung verdichtet sich. Du hättest in den Sitzungen nicht über mich lachen sollen, Malcolm. Was für ein Psychopath. Hab dich. Hey, sieh mal, Boss, das hat er in den Büschen gesteckt. Was ist das? Ein Augenstecher! Komm her und ich zeig's dir! Es hat eine Kamera. Ich krieg sie. Nein, Nestor wird sich schon um sie kümmern. Du hast eine sehr wichtige Verabredung mit dem Rest der Corley-Familie. In Ordnung! Aber vergiss nicht, die Kamera zu zerstören. Ja, ja. Also dann, Malcolm, noch einen für unterwegs? Corley? Corley? Ben! Ich schätze, Ripburger konnte nicht auf meinen natürlichen Tod warten. Das passt zu ihm, jemanden zu schlagen, der schon am Boden liegt. Ripburger hat das getan? Ja, er wusste, ich würde sterben. Und er wusste, mit meinem Testament setze ich ihn auf die Straße. Ben, jetzt will er Corley Motors übernehmen. Verkauft es an Ausländer, entlässt Arbeiter und baut Kleinbusse. Verstehst du mich? Kleinbusse! Du musst dich an ihm für mich rächen, Ben. Versprich mir, dass du ihm sehr wehtun wirst. Das verspreche ich. Ich möchte, dass meine Tochter die Firma übernimmt. Du hast eine Tochter? Ja, und sie ist wirklich ein Mechaniker-Genie, Ben. Schon mit 4 hat sie ihren ersten Vergaser repariert. Ich habe sie immer meinen kleinen Wirbelwind genannt.
Finde meine Tochter, Ben. Finde Maureen. Oh. Maureen? Rip Burger ist ein ganzes Stück vor mir. Ich hoffe nur, Maureen kommt klar, bis ich da bin. Die Pistole verstehe ich ja noch. Warum sollte er eine Kamera mitbringen? Für wen arbeitet der Kerl? Calling Motors? Nestor, was bewegt sich denn da drüben bei diesem Haufen? Ich weiß nicht, Rip, aber ich glaube, dieser Haufen ist Bolas. Ja. Jetzt erinnere ich mich. Du bist der Kluge von euch beiden, nicht wahr? Da ist Moes Hütte, aber ich sehe keine Limousine. Vielleicht erwische ich die Kerle hier. Auf der anderen Seite? Vielleicht auch nicht. Gehen wir mal rein. Gucken. Ne, ist ich nicht mehr da. Und das Bild ist weg. Haben wir auch nichts mehr zum Anklicken hier, ne? Nö. Aber hier, Trümmer, die untersuchen wir mal. Sieht aus, als wäre das hier in Eile durchsucht worden. Nichts als Trümmer, bis auf diese kaputte Kamera. Rückwand offen. Kein Film drin. Mo hat gesagt, sie hätte keine Kamera. Das ist das Bild von Mo und Onkel Pete auf seiner Nerzfarm. Sie hat gesagt, dort fährt sie immer hin, wenn sie eine Weile Ruhe brauchte. Das ist wohl meine einzige Hoffnung im Moment. Okay, suchen wir in der nächsten Folge die Nerzfarm. Keine Ahnung, wo die ist. Nö. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, lasst einen Kommi da und bis zum nächsten Mal, euer Kaschelator bei Full Throttle. Tschüss.